Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Füller-Review hier bei mir bei Big G's Tintenkiste. Und heute geht es wieder nach Frankreich, Frankreich, ja. Und zwar geht es hier um einen Füller von Waterman. Ja, also Waterman Paris und glaube ich jedenfalls. Ich muss mal kurz gucken. Ja, genau, France. Hier steht hier France drauf. Waterman, ich finde, der Name, der klingt mal so ein bisschen so irritierend, ne? Weil Waterman klingt immer so amerikanisch oder vielleicht Watermann. Ja, ich verwechsel immer Waterman mit Waldmann. Es ist immer ganz komisch, ne? W und M und immer ganz komisch. Also auf jeden Fall hier ein Füller aus Frankreich, der Waterman Carin oder Serene oder Carin. Ich vermute mal, wenn es ein französischer Füller ist, wird der eher ausgesprochen so Carin. Ja, ein idealer Füller für den, ja, in dieser Verbindung Waterman Carin mit Gerbin Rouge Grenat oder einer anderen französischen Tinte. Auf jeden Fall muss ich sagen, super Füller. Gefällt mir unheimlich gut. Ich hab den über die Füllerbubble vom Inquity eingetauscht mit einem sehr netten Herrn dort, der Simon. Ich hatte ihm angeboten gehabt, ja, hier, horch zu, ich habe einen Füller zum Tausch, wenn du Bock hast. Schau dir den mal an, schau dir mal das Review von dem an, ob der für dich in Frage kommt. Und angeboten hatte ich ihm den Leonardo Furore. Auch ein wunderschöner Füller, aber ein Füller für mich, der jetzt kein Mojo ausgestrahlt hat. Ja, es war keine große Liebe. Und daher habe ich gedacht, naja, bevor der jetzt in meinem Etui verschwindet, meinem Sammeletui verschwindet und nicht mehr benutzt wird, biete ich ihm den mal an. Vielleicht will er ihn ja haben. Und er hat schon auch gleich gemeldet. Er hat gesagt, ja, er könnte sich das gut vorstellen. Und dann habe ich ihm angeboten, pass auf, wir machen das mal so. Ich schicke dir den Füller mal zu. Du probierst ihn aus. Und wenn er dir gefällt, behältst du ihn und schickst mir den Waterman Carin, Serene, Carin, wie auch immer, zu. Und dann freue ich mich, dass es das funktioniert hat. Und jetzt habe ich ihn da. Ein Füller, der jetzt nicht unbedingt der allergrößte ist, aber auch nicht der allerleichteste. Ja? Ich finde schon, dass der Füller so ein bisschen was wiegt. Ja, und weil ich ja weiß, dass es mittlerweile ein paar von euch gibt, die sich das wünschen würden, wenn ich öfter mal hier ja ein Gewicht mit anzeige, dann habe ich ja jetzt hier von einer Zuschauerin eine Waage geschenkt bekommen, ja, damit ich euch das zeigen kann. So, und dann eigentlich nur noch hier auf Ön-Öff drücken. Ja, und dann zeige ich euch mal gerade so das Gewicht von dem Füller. Also 34 Gramm und 19. Ja, also dann die Kappe alleine. 10 Gramm 51. Dann ohne die Kappe, allerdings mit Tinte im Tank. Mit Tinte im Tank 23 Gramm. 65, 23,65, ja. Hab schon so ein paar seltsame Kommentare gehört, wie hier wiegt einen Füller mit Tinte drin. Ich finde, darauf muss man jetzt nicht unbedingt so rumreiten. Also wenn man sich jetzt daran stört oder wenn man findet, dass ein Füller aus der Balance kommt, wenn da 1 Gramm Tinte drin ist, ja, dann finde ich, sollte man sich überlegen, vielleicht doch auf einen Bleistift umzusetzen, ja. Meine persönliche Meinung und von daher, ja, muss einem nicht gefallen. Jedenfalls finde ich das Schwachsinn, da jetzt unbedingt vorher da die Tinte herauszumachen, weil ist ein Konverterfüller, also ein Patronenfüller, wird mitgeliefert mit einem passenden Konverter und das, was da an Tinte hereinkommt, also was da rein an Tinte hineinpasst, das ist so wenig, das ist Blödsinn, ja. Also, wen das stört, der sollte echt lieber mit dem Kugelschreiber schreiben oder umsteigen auf den Bleistift, ja. Meine Meinung. Und man sieht hier schon schön, es ist ein Füller zum Aufstecken, also mit aufsteckbarer Kappe. Ja, bei der Kappe mache ich auch mal hier weiter. Ja, ihr wisst ja, ich finde einen Clip nicht unbedingt so unwichtig, weil ich bin jemand, der den Füller auch gerne mal am Hemd trägt. Und da muss ich sagen, der Clip ist sehr gut. Also
der ist hier drinnen mit so einer Feder gefedert, mit so einem Federmechanismus, finde ich sehr, sehr gut, weil die Action hier, also die Bewegung, die funktioniert, ohne jetzt da großartig dran ziehen zu müssen. Es funktioniert auch hier quasi einhändig, ja. Könnte man hier einhändig machen, wenn man die Kappe hier festhält, weil ansonsten kann es vielleicht passieren, dass die Kappe sich verabschiedet, ja. Unter der Kappe, da ist es eigentlich nichts großartig, aber die Kappe hält dicht. Ja, also ich habe den Füller jetzt schon öfters, also schon einige Tage im Etui liegen gehabt und da ist jetzt bis jetzt nie irgendwas passiert, dass die Feder eingetrocknet ist oder so. Hat immer sehr, sehr gut funktioniert. Und bei der Feder, apropos Feder, ich versuche hier wieder meinen Zoom einzusetzen. Ja, genau. Also hier die Waterman Vintage-Style Feder. 18 Karat Gold. Ja, ich kenne das ja eigentlich immer, dass eine 18 Karat Goldfeder recht soft ist. Ist bei dieser jetzt hier überhaupt nicht der Fall. Also die schreibt relativ steif oder die ist relativ steif. Finde ich nicht unbedingt schlimm, ist für mich aber auch logisch, weil wenn man nämlich hier sieht, es gibt keinen Tintenleiter. Ja, also der Tintenleiter, der ist hier quasi im Griffstück mit eingearbeitet. Ja, es gibt hier nur dieses kleine Breather-Hole, wo man dann, sieht man das, ja, ist es ja, dieses Löchlein, wo man quasi Tinte aufziehen kann. Da muss man immer, wenn man fertig ist mit dem Aufziehen, gründlich putzen, weil es da immer sein kann, dass da so kleine Reste an Tinte herauslaufen, wie man jetzt hier sieht. Ne? Also muss man ein bisschen vorsichtig sein. Und weil halt eben die Feder hier so tief drinne sitzt, ja, hat die auch keinen Flex. Ja? Federstärke F, die Federstärke, die sieht man dann hier auf der unteren Seite. Und ansonsten mache ich wieder zurück den Zoom. Ein Füller, der gut, sehr, sehr gut in der Hand liegt, finde ich, ja. Vor allem auch, weil hier vorne im Griffstück ist es relativ leicht. Hier hinten haben wir dieses Endstück aus Metall. Und das macht den Füller insgesamt doch recht ausbalanciert in der Hand. Ist jetzt jedenfalls mein persönliches Empfinden, ja. Wenn es jemand anders da ausprobiert, wird es wieder anders da bewertet werden. Aber ich für meinen Teil finde es, der Füller liegt sehr, sehr gut in der Hand. Der Füller lässt sich sehr, sehr gut aufkeppen. Und ich finde sogar, also ich persönlich finde sogar, dass der Füller dann mit der aufgesteckten Kappe noch besser in der Hand liegt. Ja? Macht sich auch bei mir im Schreibverhalten bemerkbar. Und wenn ich schon vom Schreibverhalten spreche, fange ich mal an. Mach mal hier so einen kleinen Zoom hinein. Ja. Ja, muss mal ganz kurz ein bisschen Tinte abwischen. Ich habe den Füller erst vor ein paar Tagen neu befüllt. Und dann haben wir jetzt hier der Waterman Karin oder Serene oder Serin mit einer 18 Karat Goldfeder. Hier in der Stärke fein. Als Tinte habe ich mir jetzt hier ausgesucht Pelikan 4001 Dark Green. Ja. Ja, man sieht, die Feder ist saftig. Ja, sie lässt ein gutes Maß an Tinte durch. Ja, ja, ich mache erstmal das Schreibbeispiel und dann sage ich was zu der Feder. Die Feder ist fein.
Also die Strichstärke ist fein. Es ist eine 18 Karat Goldfeder, die, wie ich ja schon gesagt habe, an Linienvarianz nicht unbedingt so viel hergibt, ja. Also ein bisschen was natürlich schon, aber dann fängt es an ganz schön zu kratzen. Also von daher würde ich davon abraten. Es ist auch ein Füller, wie ich persönlich finde. Also für mich persönlich ist es so, er schreibt besser, wenn ich ihn weiter hinten greife. Ja, die Feder lässt sich besser kontrollieren, weil das Schreibkorn, da ist es, wie ihr hier sehen könnt, ein bisschen nach vorne geneigt ist, ja. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es vom Werk auch aus schon so kommt, weil wenn es das nämlich nicht wäre, wäre hier der Kontakt geringer zwischen der Feder und dem Griffstück. Von daher denke ich, das soll wohl auch so sein. Ja, wer von euch auch so ein Modell hat, kann gerne mal in die Kommentare schreiben, wie das bei ihm ist. Ja, also ob das bei ihm auch dann so nach unten geneigt ist oder nicht. Auf jeden Fall bei meinem Exemplar ist es so. Und ich empfinde es auch so, dass der Füller schon sehr, sehr gut schreibt. Allerdings ist das kein Füller, den man jetzt benutzen sollte mit viel Schreibdruck. Ja, also wenn man jetzt jemand ist, der völlig ohne Schreibdruck, also ohne großartig die Feder auf das Papier zu drücken, schreibt, ja, das könnte ein Füller für euch sein. Jemand, der dazu neigt, die Feder beim Schreiben immer mit so einem gewissen Druck aufs Papier zu drücken, ja, zum Beispiel um Linienvarianz zu bekommen oder sowas, da würde ich von diesem Füller eher abraten, weil es dann halt eben eher anfängt, ja, zu kratzen. Und das ist dann, macht keinen Spaß. Ansonsten ist die Feder recht gut bearbeitet, muss ich sagen. Sie hat ein klitzekleines bisschen Feedback, ja, aber wirklich ganz, ganz minimal. Gefällt mir unheimlich gut. Und wie gesagt, für jemanden, der dazu neigt, eher völlig ohne Druck zu schreiben, ist das ein echt geiler Füller. Ja, so. Und dann Rückwärts-Writing funktioniert nicht besonders gut. Da kratzt es doch ganz schön. Ja, Fast Writing funktioniert sehr gut, finde ich. Ich denke mal, mit einer Medium-Feder würde das sogar noch besser funktionieren. Aber ich finde, das ist auch in Ordnung. Also, die Feder ist jetzt nicht, die schreibt nicht trocken. Sie schreibt relativ ergiebig oder eher nicht ergiebig. Es ist das Gegenteil. Sie schreibt sehr großzügig. Also, die Tintenmenge, die Feder herauslässt, ist großzügig. Man kann damit wunderbar arbeiten. Man kann lange Briefe damit schreiben, da gibt es keine Aussetzer, keine Tintenaussetzer. Habt ihr ja jetzt gesehen hier, absolut wunderbarer Füller, der im Vergleich mit anderen Füllern folgendermaßen aussieht. Jetzt hole ich wieder mein Holzkästlein. Ja, und mache vielleicht so ein bisschen Zoom heraus. Ja, damit ich euch ein paar Füller zeigen kann. Im Vergleich, schauen wir mal hier, der Waterman Karin oder Serene, Serin, wie auch immer. Mit dem größeren Füller vielleicht erstmal, ja, Pelikan M1000. Dann mit einem Twisby Eco. Dem Pelikan M200. Und mit einem Caveco AC Sport. Ja. Federvergleich ist ja auch immer ganz interessant. M1000, Twisby Eco, M200 und hier der Caveco AC Sport.
Ja, also man sieht, nicht der kleinste Füller, nicht der größte Füller, aber wie ich finde, liegt unheimlich gut ausbalanciert in der Hand. Durchaus ein Füller für Damen und auch einer für Herren. Wie gesagt, ich persönlich, ich schreibe, wenn ich mit ihm schreibe, lieber mit aufgesteckter Kappe, einfach weil ich da mehr Möglichkeiten habe, den Füller in der Hand zu halten, was dann auch mein natürliches Schreibverhalten eher positiv beeinflusst. Ist wunderbar. Also ein Füller, sehr, sehr gut, gefällt mir unheimlich gut. Der hat es jetzt mittlerweile geschafft in meinen Daily Carry Etui. Ja, so ein Füller mit 18 Karat Goldfeder ist, finde ich, ist auch gar nicht mal so abartig teuer. Also wenn man jetzt denkt, so ein Füller mit 18 Karat Gold, das kostet bestimmt über 200, über 300 €, ja, aber eigentlich gar nicht. Also der Füller, der kostet aktuell bei Amazon so um die 188 €. Ja, also aktuell mache ich auch den Link in die Beschreibung hinein. Und dann könnt ihr selbst gucken. Ein wunderbarer Füller. Ich bin sehr froh, dass ich den Tausch vollziehen konnte mit dem netten Herrn aus der Füllerbubble. Und ja, ich werde demnächst einen weiteren Füller von Waterman zeigen. Nämlich einen sehr, sehr alten aus dem 18. Jahrhundert oder aus dem 19. Jahrhundert eher gesagt. Hat mir angeboten, ein Zuschauer per E-Mail, ein Angebot, das ich sehr, sehr dankbar annehme. Ich will ja alles ausprobieren, ja. Aber erst, wenn ich umgezogen bin. Das heißt, dann sehr wahrscheinlich ist dieser Tisch auch nicht mehr da bis dahin. Und lasst euch überraschen. Okay, Freunde, also dann bin ich jetzt für heute am Ende mit dem Review vom Waterman Serene, wie auch immer. Und habt ihr Fragen, dann fragt sehr gerne. Ansonsten gerne auch liken, kommentieren und abonniert mich auch sehr gerne. Freue ich mich immer. Habt ihr Fragen, dann fragt. Ansonsten bis zum nächsten uns. Ansonsten sehen wir uns bis zum nächsten Review. Bis bald, Freunde. Ich schalte jetzt die Blinklichter und Blitzlichter in meinem Kopf jetzt aus. Ich mache jetzt Pause. Bis bald, Freunde, und ciao.